Nun, dann machen wir mal hier weiter im großen Mayo. Ich glaube, hier gibt es gar keinen. Dings Secret Level. Zumindest könnte ich mich jetzt da nicht dran erinnern. Aber auch wieder absolut geile Musik. Hopp, hopp. Oh, ist noch so eine Kreissäge. Ja, natürlich. Hier. Oh, natürlich. Hier muss ich dann noch sagen, der Endboss von. Oder der Endboss von der Welt. Ja, der ist schon nicht. Okay, ich habe gedacht, ich kann drauf. Okay, nee, gut, okay. Alles klar. Ja. Der Endboss hier von der Welt ist mal gar nicht so easy, finde ich. So, hopp, hopp, hopp. Oh. Ach, immer wieder schön, wirklich. Hallo, spring's mal. Kannst mal da oben bleiben? Danke. Okay, so. Okay. Ich sollte einfach das tricksen lassen. Ich kann es eh nicht. Einfach ganz normal durchspielen. Ach Gott, ey. Na gut. Zack, zack. Ich bewundere ja wirklich immer diese Leute, die so Super Mario als Speedruns machen. Also, oder halt auch diese Super Mario Hacks spielen. Wo ich ja schon bei den normalen Spielen irgendwie, ja, Schnappatmung bekomme. Das finde ich immer ganz, ganz krass. Das war wieder so klar. Wow. Gibt's hier so? Nichts weiter, ne? Gibt's hier irgendwas? Nee. Oh, fliegende Schrauben. Die gibt's hier. Zack. Jetzt die Frage, lasse ich jetzt die Flügel oder nehme ich mir die Dings? Ich glaube, ich lasse die Flügel. Ah, okay, Moment. Da war ja was. Ups. Es gibt Blöcke, die kann man kaputt schießen und andere kann man nicht kaputt schießen. So. Mal die ganzen Münzen hier holen. Wieder klar. Hopp und hopp. So.
Jetzt könnte man natürlich hier ganz. Boah. Das war jetzt aber schon ja, mehr als knapp, ne? Oh nein. Oh, ja, zum Glück habe ich ihn erwischt. Okay. Ja. Wieder die Fliege. Rübe. Bekommen. So. Was? Hat das jetzt schon das vorletzte hier, glaube ich, in dem Level? Weiß ich gar nicht. Auch hier diese merkwürdigen, was auch immer das sein sollen. Haha. Okay, das macht Spaß. Zack, zack. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber hier kommt man noch irgendwie. Also jetzt komme ich hier zu dem One-Up. Genau. Ha. Doch, ich in Erinnerung gehabt. Hier haben wir so ein Bärchen, was auf dem Ball tanzt. Boah, Gott. Mit Flügel könnte man natürlich hier auch rüberfliegen. Oh, mein Controller, der dann halt immer so nach Seite will. Ist aber schon ganz schöne Freezes hier, ne? Das ist ja übel. Also, sollte man eigentlich meinen, dass sowas nicht vorkommen sollte bei einem Gameboy-Spiel. Aber gut. So, hier ist aber wieder so ein bisschen Glücksspirale. Man hat ja gesehen, ganz außen war ein Pilz. Ich habe keine Ahnung, was hier so drin ist. Okay, hier ist nochmal eine Feuerblume. Nehme ich. Hui. Oh nee. Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das, ne? So, zack. Jetzt muss ich natürlich hier warten, bis mein Ball kommt. Zack. Und dass ich da oben an das Glöckchen rankomme. Sehr schön. Ah, okay, hier haben wir eine andere Art von Minispielen. Okay, eine Feuerblume. Auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dieses Minispiel, aber gut, okay. Ich glaube, das ist noch nicht das letzte Level. Hilfe. Ah, hier gibt es die Kanonen. Diese komischen, ja, Minen, die man so rumfahren kann. Hopp. An sich schon echt ein cooles Spiel. Ich hoffe nur, dass ich es halt auch durchbekomme. Ich sag mal, durchbekommen werde ich es. Ich weiß halt nur nicht wann. Und ob ich Game Over gehen werde, das weiß ich natürlich auch nicht. Okay, das war knapp. Ich hoffe ja nicht. Also Super Mario Land 1 habe ich ja wesentlich, oder was heißt wesentlich, leichter durchbekommen, als ich gedacht hätte. Das muss man natürlich hier aufpassen. Jetzt sind hier Laufbänder. Das ist ganz fies und gemein. Ich bleib mal hier bei bei der Feuerblume. Oh ja, okay. Warte mal. Zack. Hopp, hopp. Aha.
Glück, dass ich bei der Feuerblume geblieben bin. Jetzt muss ich nur noch das da wegkriegen. Okay, perfekt. Gibt es ein paar Münzen und ein One-Up. Zack, hier sind noch ein paar Münzen. So, das Glöckchen. Jetzt kommen wir hier kaum noch, genau, hier kam noch mal so ein Ding raus. So. Auch ganz, ganz viel komische Viecher hier, diese. Weiß ich nicht, was das sein soll. So, ja, gut, da könnte man jetzt sich an den Haken hängen und dann die ganzen Münzen einsammeln. Ne, okay, da war nichts. Ja. Zack, zack. Okay, hier ist nochmal eine Feuerblume. Weg. Das war's dann jetzt hier auch schon wieder mit dem Level. Oder? Nee, oder doch? Ich glaube schon. Es geht dann noch hier hoch. Oh nee! Oh, dieser Scheiß-Controller! Na toll. Jetzt hat er mir mein Glöckchen oben versaut. Hier auch mal wieder so mit Lego-Steinen. Das Level. Oder also, nee, also da hier nicht Lego-Steine, Klemmbausteine, nicht, dass ich hier noch eine Anzeige von Lego bekomme. Wow. So. Aber hier unten war auch noch irgendwie ein Secret. Ich glaube Münzen oder so waren hier. Und NB. Was, ja, wenn man es weiß, ein Secret ist zu dem, was Nintendo früher mal gemacht hat. Denn Nintendo hat früher auch mal Bausteine hergestellt. Ganz, ganz früher, bevor sie mit Videospielen angefangen, oder ja doch klar angefangen haben, ja. Das waren dann die NB-Blocks. Oder halt irgendwie so, oder die Firma hieß NB, halt irgendwie so. Von daher an sich ein echt coole... echt cooles Easter Egg. Wusste ich als Kind natürlich nicht, das habe ich dann jetzt halt irgendwie erst in den letzten Jahren rausgefunden. Aha, hier kommt ein Sternchen. Das bekommt man halt, wenn man 100 Gegner besiegt hat. Hier gab es nochmal einen Sack mit Münzen. Da sollte ich glaube ich nicht mehr rein. So, und hier kommen die drei Schweinchen. Auch echt extrem lustig. Vor allem halt auch mit diesen, ja, mit diesen Häusern. Einmal Strohholz und dann halt. Ach nee. Dings hier, Steinhaus. Die muss man dann halt hier immer... Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Ah, die sind nicht... Oh, ich hasse das so, wirklich sowas. Ganz schlimm. Ja. Die kann ich natürlich jetzt durchlaufen. Das Problem ist, ich krieg halt hier auch nur... Oh, na toll. Ja, bin ich jetzt echt klein, wenn ich zu denen gehe? Ja, na super. Na, das wird ja jetzt was werden. Ach ja. Und die werden halt auch schneller, das ist halt das Problem. Und dadurch, dass sie dann natürlich dann auch noch hüpfen, wird das halt noch mehr ein Problem.
Ja, ach Mist. Oh Gott. Okay, jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, wir wissen's. Hier ducke ich mich jetzt mal. Ah, ich glaube 50 Münzen waren es, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, machen wir mal weiter hier. Einmal hier rüber, einmal darüber. So. So, jetzt die drei Schweinchen. Jetzt machen wir mal platt hier, oder? Das kannst du aber glauben. Mal so. Mal so. Und einmal so. Zack. Zack. Und zack. Doch, ist. Wow. Ach, Mist. Oh, das war jetzt aber. Ich hasse diese Schweine. Aber die nächste Goldmünze. Die eine Seite haben wir jetzt schon fast fertig.